Jo Freunde, was geht? Hier ist Relit und willkommen zu meiner zweiten Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, wie ihr sicherlich wisst, habe ich seit vorgestern mit Assassin's Creed Unity angefangen. Das ist ja der Assassin's Creed Part, wo es um die französische Revolution geht. Ich habe das mal einmal in der Schule gehabt, aber das lassen wir jetzt mal außen vor, also in Geschichte. Und ja, ich hatte mich nie dafür interessiert, ganz ehrlich gesagt. Aber jetzt im Nachhinein, wo man halt viel mehr Erfahrung gesammelt hat im Bereich Geschichte und so weiter, ist recht interessant jetzt. Und dann würde ich mal direkt sagen, legen wir mal los, ne? Und machen uns auf zur Mission. Die Hautwolle. Gehen wir mal, ne? Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Okay, zum Büro von de la Serre. Da oben wahrscheinlich. Ah, ja. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Komm sofort wieder. Ich habe eine Kruste aufgekratzt und jetzt blutig aus dem Bein. Ich glaube, es ist ein kleines Bestie. Na egal. Wenn es kitzelt, dann gehe ich nochmal nach. So. Fortnite installiert, ja. Habe ich nicht gewollt, aber egal. So. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Oh, sieht schon viel besser aus. Der Kleidung.
Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Zwei Gäste. So, jetzt haben wir uns irgendwie reingeschmuggelt. Monsieur Chrétien Lapellière. Du könntest reinschleichen, was?
gesamte Stadt begehrt auf und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für Delassers Tochter. Steuerung. Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Geht jetzt bestimmt noch mal zurück. Lasst ihr mich ein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Nein, nein, du! Kommst her! Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. Was los heute Abend? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Das war sicher diese Geschichte mit... Ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht erwähnt. Madame. Junger Mann. Merci. Un autre jour. Oh.
Sie ließ sich immer gerne jagen. Warum kann ich nicht hinterherrennen? Ja. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Uwe! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert, ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Oh je, das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfingermann. Halt, komm, mach weiter. Wer soll denn hier rauskommen? Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Und habt ihr auch einen blauen? Ja. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Gilbert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Er hat hier de la Serre getötet. Ja, haut wohl Erinnerung abgeschlossen. So. Jetzt beschuldigt man uns, dass wir hier de la Serre ermordet haben. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Nein, ich war es nicht. Damien hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Gallia est omnis divisa in pactes tres. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Bin ich? In der Hölle. Oh.
Ah, anscheinend den Kerker geschlossen. Was starrst du so, Pisspot? Nerv mich nicht, Bursche. Von wo ich sitze, könnte ich dich auf 7 Arten töten. 12 hätte ich einen Löffel. In bello parvis momentis. Dann lassen wir ihn mal. Was haben wir hier? Ja, mal Sprachen. Hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. So du es kannst. Na gut. Dann hol ich sie mir wieder. Verschwende meine Zeit nicht, Pisspot! Auf den alten Mann! Guter Schlag, Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung taugt. So viel Müll für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das doch mal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Dein Gekritzel, alter Mann. Gekritzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Ja und? Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Als ich an mich
Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Zwei Monate später. Nochmal! Au! Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Kanonenschüsse. Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher die Gefangenen! Weiß ich doch. So, anscheinend können wir uns jetzt befreien. Schnell, Pisspot, bevor die Wache kommt! Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, dass ich bin. Gefangene, an die Wand! Gut, verschwinden wir aus dem Schreckloch. Pisspot, sollte mich einer abbauen, wenn ich dich als hol die Waffe raus. Wieder runter? Vertrau mir!
Cimarron! Cimarron! Und doch. So. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu sprengen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann... Das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante. Wir sind wieder in der Stadt, okay. Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passiert. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Er. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Okay. Also, sie ist Templerin und er ist Assassino. Thank you.
Drück mal Art Lauge zu aktivieren. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Oh, wir sind in Paris. Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Annos Geschichte weiter zu verfolgen. Ja, Freunde, und genau das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt einige Sachen erlebt hier. Eine Ermordung von ihrem Vater, also von dieser Templerin. Dann haben wir einen, dann wurden wir halt in den Kerker geworfen und haben da einen anderen Assassinen kennengelernt. Und ja, jetzt würde ich dann sagen, das war's an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und checkt meine Social Media Kanäle ab, vor allem Instagram und so, da heiße ich Relit51. Verlinke ich euch auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin draußen, haut rein, euer Relit.